Jo Leute, heute erzähle ich euch über meine Erfahrungen bei Divmark. Wichtig, ich spreche nur über die Game Keys und das Steam Account Sharing und nicht über MMO-Währung und die anderen Produkte. Das habe ich nicht ausprobiert. Aber zuerst einmal, was ist Divmark? Divmark ist ein Marktplatz für Spieleraccounts, Game Keys, MMO-Währungen und weitere spielbezogene Produkte. Das bedeutet, ihr kauft hier digitale Inhalte von anderen Anbietern. Divmark funktioniert ausschließlich als Vermittler, in etwa wie eBay. Okay, meine Erfahrung mit Divmark. Wie läuft da eine Bestellung ab? Ich war auf der Suche nach einem günstigen Key für Sons of the Forest und bin auf Divmark gestoßen. Preis bei 10 Euro, Bewertung 90% positiv. Also habe ich nicht lange überlegt und habe da bestellt. Man muss zuerst einen Account erstellen, E-Mail registrieren und schon geht's los. Das Ganze dauert 2 Minuten ungefähr. Spiel in den Warenkorb und Bezahloptionen wählen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Ihr habt über 30 Bezahloptionen, wenn nicht sogar mehr, aber kein PayPal, was mir ehrlich gesagt schon etwas komisch vorkam. Als ich auf den Bezahlbutton geklickt habe, kam auch recht zügig eine Message von Divmark. Der Zahlungsstatus Ihrer Bestellung wurde geändert auf akzeptiert. Bitte besuchen Sie Divmark, um den Verkäufer über den Live-Chat zu kontaktieren und die Bestellung so schnell wie möglich zu erhalten. Vom Verkäufer kam erstmal gar nichts. Also habe ich ihn bei Divmark über den Live-Chat angeschrieben. Where is the key? Where is the key? Aber vom Verkäufer kam keine Antwort. Bei mir war es früh um 1 oder um 2, also dachte ich mir, ich schau nochmal am Nachmittag nach und mach mich nicht verrückt. Und tatsächlich, am Nachmittag, ungefähr 15 Uhr, hat sich der Verkäufer bei mir gemeldet und mir die nötigen Daten geliefert. Ich vermute, er hat darauf gewartet, dass das Geld auf sein Konto ist. Das Ding war halt bloß, er hat mir keinen Key gesendet, sondern die Zugangsdaten für ein Steam-Account. Die Logging-Daten wurden von mir geschwärzt. Ich habe es ausprobiert und die Logging-Daten haben funktioniert. Ich habe das Spiel installiert und es hat funktioniert. Aber Moment, bevor ihr aufhört, das Video zu schauen, jetzt kommt das Problem. Der Account gehört nicht wirklich mir. Ich kann nicht auf das Profil zugreifen, weil mir der PIN fehlt. Ich habe nach dem PIN gefragt und als Antwort kam, es ist illegal, die Zugangsdaten zu ändern. Und wenn ich es trotzdem mache, habe ich keine Gewährleistung mehr. Haha, ja klar. Ich bin also auf die Gutmütigkeit des Verkäufers angewiesen, dass dieser nicht das Passwort ändert und ich so keinen Zugriff mehr auf das Game habe. Ich habe also kein Spiel gekauft, sondern eher gemietet. Auf unbestimmte Zeit. Mein Spielstand kann einfach von einer anderen Person gespielt werden und der Spielstand kann überschrieben werden. Und natürlich, wie soll das auch anders sein, nach ungefähr 2 Monaten bin ich nicht mehr in den Account reingekommen. Ich vermute, er hat das Passwort geändert. Also absolut Schmutz und unseriös. Wichtig hier noch zu sagen, es gibt bei Divmark fast keine Game Keys. 90% oder mehr sind halt Steam Account Sharing. Okay, schauen wir uns noch ein paar Bewertungen an, die ich im Netz gefunden habe. Wie sind die Bewertungen von Divmark? Wenn man Divmark googelt, findet man ausschließlich schlechte Bewertungen. Käufer haben kein Key erhalten. Wenn man einen Tick aufmacht bei Divmark, wird einem nicht geholfen. Und man wird von Divmark alleingelassen. Auffällig hier ist, dass Divmark bei jeder Bewertung eine Copy-Paste-Nachricht dagelassen hat. Wie leid es Divmark tut und dass man ein Ticket aufmachen solle, dass man helfen könne. Ja klar, geben Sie sich einmal richtig Mühe beim Antworten von Bewertungen. Fazit, kauft nicht bei Divmark. Und wenn ihr bei solchen, also ähnlichen Seiten etwas kaufen wollt, googelt die Seite und schaut bei mehreren Plattformen, ob die Seite korrekt ist und nicht nur bei einer. Gebt lieber ein paar Euro mehr aus und geht auf sichere Plattformen. Zum Beispiel über Steam oder Instant Gaming. Und lasst euch nicht abziehen. Wo kaufe ich meine Game Keys sicher und zuverlässig? Ich persönlich kaufe meine Keys über Steam, Epic Games, GOG oder GOG und bei Instant Gaming. Ich hatte bei diesen Plattformen nie Probleme. Einige Leute reden Instant Gaming schlecht. Ich bin nicht der Meinung, ich bekomme immer sofort mein Key bei Instant Gaming und die funktionieren immer einwandfrei. Falls ihr ein Key mal nicht bekommt, PS, bei mir noch nicht passiert, wendet euch an den Support und ihr bekommt einen neuen Key oder das Problem wird anders gelöst. Soweit ich weiß, kauft Instant Gaming sehr viele Keys auf einmal.
Oder wenn es irgendwo Rabatte gibt, kauft Instant Gaming davon sehr viele auf einmal. Und so kommen die günstigen Preise zustande. Instant Gaming verkauft, soweit ich weiß, keine geklauten Keys. Yo, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Lernt aus meinen Fehlern und kauft nicht auf solchen Seiten. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Sub, einen Kommentar oder ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal. I'll be rolling, I like it like this.